willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Verbrechensmeldung, wenn man mit dem Feuer spielt. Begeblich zu Zeitgeists Unterschlupf. Ah, das gehört noch zum anderen Auftrag dazu von der letzten Folge. Spannend. Haben wir hier also was Zusammenhängendes? Einfach verdiente Ads von Jorge an Zeitgeist. Kleptomanie. Daten aus dem Kiroshi-Projekt HJA5789 beschaffen. Ort. Details. Hab da einen Kunden, einer von der zwielichtigen Sorte, sicher. Aber laut BBS ist er verlässlich und zahlt ordentlich. Also er braucht einen Runner, um die Kiroshi-Server zu hacken. Der Kunde will die Daten aus dem Projekt HJA5789. Hab gehört, das ist ein super geheimes Projekt. Nächste Generation und sowas. Mehr Infos habe ich nicht recherchiert. Aber da bist du ja eh besser drin. Chum, lass mich nicht hängen. Das könnte unser großer Durchbruch sein. Dann müssen wir keine NCBD-Server mehr für irgendwelche Kleinkriminellen säubern. Erinnert mich ein bisschen an uns und Jackie. Und bei ihnen lief es ja auch nicht gut. Und bei uns lief es ja auch nicht gerade so wie erwartet. Zero-G-Wurfwaffenmod. To-Do-Liste. Jennifer Barton, Reporterin von N54 News. Aufnahmen von ihr und ihrem Liebhaber. Noch nicht veröffentlichen. Hat bezahlt. Martin Brown, Manager bei Mitsutani. Gefilmt. Wie er sich gerade eingehobelt hat. Noch nicht veröffentlichen. Hat bezahlt. Billy vom NCPD aufgenommen. Wie er seine Frau betrügt. Veröffentlichen. Hat bezahlt. Aber er ist ein Bulle. Also scheiß auf ihn. Diese Woche. Aufnahmen von Konzern-PCs bei Kiroshi und Yaiba holen. Habe schon ein paar Anfragen für sie. Haben schon bezahlt. Okay, cool, dass wir das hier finden konnten. Wieso sind hier so viele Fliegen? Ist da eine Leiche hinten? Im Raum drin? Okay, cool. Cool, dass das hier zusammen gehört. Hätte ich an die letzte Folge noch ranhängen können. Aber habe ich ja nicht gewusst. Achso, das spiegelt sich bloß. Aufklärungsspezialist Militech. Ja, das jetzt. Haut schon ab, Leute. Seid frei. Schaut der Typ zu uns. Oh, der kommt sogar zu uns. Ich glaube, der wird uns sehen. Und jetzt kommt noch ein anderer. Ich weiß nicht, wo ich mich hier immer hineinbegebe. Komm schon, hau ab, Junge, du bist frei. Oh,
Ups. Hat niemand mehr mir Hilfe getan? Nimm mir irgendwelche Aktionen, die gar nicht gut sind. Oh shit, auf dem Dach gibt's auch Leute. Und natürlich Roboter. Schweres Geschütz. Nein, er hat da irgendwie was schon entdeckt von uns. Er lief halbwegs okay. Genau, jetzt kommen noch Drohnen dazu. Naja, das lief nicht gut. Muss ich noch ein bisschen üben mit diesem Geschütz. Waren das alle? Schön als scannen. Vielleicht gibt es ja irgendeine coole Kiste. Einfach Leute umbringen. Wir bringen wenigstens keine Zivilisten um, wenn wir es nicht unbedingt machen wollen. Und die? Was machen die? Bringen alles um, was ihnen vor die Flinte kommt. Was richtig mies ist. Irgendwelche Arbeiter, die von zu Hause weggehen, um zu arbeiten, dann kommen sie nie wieder nach Hause. Zerstörung. Muss manchmal einfach sein.
was gibt's denn hier alles? Irgendwelche Schlagstöcke und Messer. Junge! Das hat sich ja richtig gelohnt. So. Das hat sich richtig gelohnt. So, nee, das war die. Okay, die anderen sind auf dem Dach. Also wenn man das vibrieren hört, ist es immer noch mein Gamepad. Also meistens angeschlossen ist, falls wir Auto fahren müssen, da das einfacher ist. Aber beim Schießen habe ich lieber die Maus und Tastatur. Und wo ist deine Waffe? Keine Ahnung. Das hat sich hier richtig gelohnt. Sonst noch was Spannendes hier oben? Ja. Wahrscheinlich nicht. Dann wenigstens noch die Kameras ausschalten. Oh shit! Naja. So, das war's hier jetzt wirklich wert. Aber eigentlich wollte ich ja was anderes machen. Sieht auch sehr interessant aus. Sieht alles immer sehr interessant aus hier. Francis. So, wahrscheinlich gibt es hier nichts, aber trotzdem mal schauen. Können wir nicht öffnen, schade. Und da gibt's doch was. Da drin gibt's was. Was zum Hacken. Aber wie kommt man da rein? Wenn wir schon hier sind. Können wir kurz ein paar Dinge verkaufen? Sieht zwar nice aus, aber... Haben wir Smart-Waffen, die wir eh nicht gebrauchen können? Dass man Waffen favorisieren kann, finde ich sehr eine gute Neuerung. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Was man behalten will oder was gut ist. So. Und noch Junk verkaufen, 2000.
Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Vielleicht hier? Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist das nicht so geplant. So. Jetzt. Wo waren wir? Wahrscheinlich irgendwo hier bei einem Nebenauftrag. Würde ich jetzt noch machen. Oder zumindest dahin fahren. Gar nicht mit in dieser Folge. Ah, noch was anderes. Wir haben doch ein paar Nachrichten hier bekommen, oder nicht? Mitch Anderson, kurzes Update. Wie geht's dir? Bevor du fragst, bei uns läuft es nicht so toll. Sol macht Penham echt ständig fertig, wegen jedem Scheiß. Ich versuche mich da rauszuhalten, ruhig bleiben und am Basilisk arbeiten. Das ist mein neues Motto. Und er wird echt umwerfend, wenn er fertig ist. Selbst wenn wir alle bei dieser Sache draufgehen, war es das wert. Wenn irgendwas Wichtiges passiert, dann sage ich dir sofort Bescheid. Penham Palmer? Okay, ich muss mich mal kurz auskurzen, weil mir die Sache einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe sowas von die Schnauze voll. Von Sol. Und denkt ihr echt, dass es der Familie besser geht, wenn wir unsere Seele an den Konzern verkaufen? Ich kenne absolut niemanden, der so verfickt stur ist. Das Ganze kann nur böse ausgehen. Kann nicht sauer sein, sauer werden, und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ich komme selbst richtig gut mit einem von denen klar. Takemura, echt chilliger Typ, der hat Ehre. Nicht alle Konzerne sind Säcke, manche können richtig anständig sein. Ich habe auch nichts für Konzerne übrig und bestimmt aus noch besseren Gründen als du. Bin mal einem begegnet. Takemura, schleimiger Saftsack. Genau wie alle anderen, das Maul voll Plattitüden. Also glaub mir, ich weiß genau, was du meinst. Wir können uns jetzt bei Penham einschleimen und sagen, dass Takemura scheiße ist. Schleimiger Saftsack. Oder wir sagen, ja, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm und machen uns vielleicht eher bei ihr unbeliebt. Allerdings hat uns ja Takemura auch gerettet. Aber eigentlich möchte er, glaube ich, bloß an den Chip ran. Ich weiß da nicht. Und also so schlimm ist er ja eigentlich gar nicht. Und wir arbeiten ja auch nicht unbedingt gerne mit Konzernen zusammen. Und ich finde, Takemura kann man nicht unbedingt dazu zählen. Und er hilft uns ja auch, komm. Kann nicht sauer werden, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sich mit Konzernen abzugeben. Ich komme selbst richtig gut mit einem von denen klar. Takemura, echt chilliger Typ. Der hat Ehre. Nicht alle Konzerne sind Säcke. Manche können richtig anständig sein. Mitch Anderson, das habe ich echt gebraucht. Pass gut auf Scorpions Sachen auf, okay? Ich will nicht, dass die irgendwo in einem schäbigen Pfandhaus landen. Penham Palmer? Hey, wie? Danke nochmal, dass du mich unterstützt hast. Ich habe den Eindruck, dass ich mich in letzter Zeit nur aufrege und ärgere. Naja, wollte dir nur sagen, dass ich zu schätzen weiß, was du für mich getan hast.
Das klang jetzt irgendwie voll albern. Du weißt schon, was ich meine. Ist schon okay, ich hab's verstanden. Wie läuft's mit Zoll? Alles okay, mach dir keinen Kopf. Wie sieht der Panzer aus? Mitch, Bob und Carol bauen immer noch Einzelteile zusammen, aber sie scheinen ihren Spaß zu haben. Cassidy unterstützt sie seelisch und moralisch. Ich melde mich bald wieder. Unbekannte Nummer. Wir müssen reden. Notel Motel, Zimmer 210. Wer ist da? Okay. Kommt nichts zurück. Weird. Dann wie gesagt, waren wir... Oh shit. Mal dahin. Und bevor wir das... Can't even get his own family to visit him? Don't ask me to come here anymore. It's a fucking waste of time. If he was a real father, he wouldn't have gotten himself thrown in jail. And then we come all this way, and he can't even bribe the guards? Okay. Hier ist also das Gefängnis von Night City. Gonna make a goddamn fortune. And then we'll like buy an island or some shit. Can you get out seat? Blazer. Keine Zugehörigkeit. Interesting. Ja, ich wollte sagen, bevor wir jetzt darüber gehen. Sehen wir uns das erste in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.